Hi Leute, der Samu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Da schon einige Fragen aufgekommen sind in Bezug auf die neue exotische Brust Provokateur, möchte ich mit euch mal kurz darüber sprechen und mal so alles besprechen, was wir bisher wissen über die Brust. Weil viele von euch werden wahrscheinlich die Patch Notes durchgegangen sein und dort wird sie nicht aufgeführt. Man muss ein bisschen schauen. Auf der offiziellen Division 2 Webseite in Bezug auf die neue Season gab es einen Blogpost, wo so kurz umschrieben wurde, was alles drin ist. Und dort findet ihr auch, wie ihr hier seht, die exotische Brust Provokateur. Das Ganze, und das möchte ich mit euch nochmal kurz durchgehen hier, das Ganze läuft über die Climax-Mission, also die neue Endmission, die kommen wird in dieser Season. Und die wird man in einer neuen Schwierigkeit freischalten können. Ne? Also man wird sie auch auf anderen Schwierigkeitsgraden spielen können, aber es wird einen neuen Schwierigkeitsgrad meisterhaft geben, welcher quasi exklusiv für diese Mission gilt. Und die wurde mit den ganzen Modifiern, den ganzen Modifikatoren im Hinterkopf kreiert. Ne? Also die ist handgecrafted, so nennen sie das, dass er einem wirklich sehr viel abverlangt und man am besten in dieser Mission klarkommt, wenn man sich mit den Modifikatoren auseinandergesetzt hat und diese auch entsprechend nutzt. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Was wichtig war, nicht nur für mich und wahrscheinlich auch für euch, für viele, die keine Bock haben auf die Modifier bzw. sich großartig mit denen auseinanderzusetzen, diese Brust droppt nur in dieser Endmission und sie droppt auch bei den anderen Schwierigkeitsgraden. So, jetzt haben sie gesagt, dass die Chance auf diese Brust geringer ist, je niedriger man natürlich den Schwierigkeitsgrad einstellt. Ne? Das heißt, die höchste Chance auf diese Brust habt ihr dann klar mit der neuen Meisterschaftsschwierigkeit. Gehen wir mal kurz darauf zu sprechen, wie ihr das Ganze freischaltet. Das Ganze wird nicht über die Season-Reise stattfinden. Ne? Die Season-Reise ist davon komplett ausgeschlossen. Dafür gibt es die geile Maske am Ende, die Carmine-Maske, die richtig cool ist, und die aktiven Modifier, die über die Season-Reise freigeschaltet werden. Denn das Ganze mit der Climax-Mission und dem Schwierigkeitsgrad läuft über die Späher. Ne? Ihr wisst, die haben die Fahndung ein bisschen umgearbeitet. Die bekommen nicht mehr einmal pro Monat ein bisschen was zu tun und warten dann wieder 4 Wochen auf den nächsten Teil der Fahndung, sondern das Ganze läuft jetzt Woche für Woche ab, was ich persönlich besser finden. Natürlich hat man ein bisschen weniger zu tun. Das Ganze ist ein bisschen auf Rätsel aufgebaut, die jetzt nicht so krass sind, zumindest hier in der Woche 1. Aber wie gesagt, das Ganze läuft über die Späher. Ihr müsst alle Späher nacheinander abarbeiten. Selbst wenn ihr einen verpasst oder könnt mal 2 Wochen nicht spielen oder so, dann, keine Ahnung, hier in Woche 4 zum Beispiel könnt ihr erst spielen, habt dann 2 und 3 nicht gemacht. Dann müsst ihr die 2 und 3 erst spielen und können dann erst die 4er machen. Das heißt, euch geht nichts verloren. Ne? Und wenn wir dann alle 14 durch haben, dann schaltet ihr die Möglichkeit frei für den Meisterschaftsschwierigkeitsgrad für die neue Climax-Mission. So, aber was kann die Brust? Was macht sie tatsächlich so stark? Ich freue mich wirklich sehr drauf. Sie sieht nicht nur geil aus, sondern sie hat auch ein richtig cooles Talent, womit man richtig gut rumbasteln kann. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ihr bekommt 35% weniger Schaden, ne? Also Schadensreduktion für Gegner in einem Radius von 15 Metern um euch. Das heißt, das Ding ist, ich wüsste tatsächlich keinen Bild, wo das nicht super einsetzbar wäre. Weil du kannst es auf einem Heiler spielen, auf einem Support, du kannst es auf einem Tank spielen. Da ist es tatsächlich, finde ich, am allerbesten, weil du dann den Tank noch ein bisschen weiter umbauen kannst. Und du kannst sie in einem Damage-Bild mit einbauen, egal was. Die hat auf jeden Fall ultra viel Potenzial. So, und das war's auf jeden Fall schon von mir. Lasst mir gerne ein Abo-Like da. Leute, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Provokateur exotischen Brust haltet. So, wir sehen uns im nächsten Video. Bye.